herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe mich gerade fertig gemacht und irgendwie ist meine Kleidung nicht ganz dem Wetter entsprechend, aber ich trotze dagegen mit ein bisschen Farbe. Ich habe mir hier meinen neuen orangenen Blazer angezogen, mein Kleid, was ich mir Anfang des Jahres bei Zara gekauft habe. Ja, war Zara. Und die Schuhe habe ich mir übrigens, habe ich euch übrigens auch komplett das Outfit auf Instagram gezeigt. Moment. Diese Schuhe hier, passt total gut, oder? Ja, mir fehlt einfach dieser Spiegel, Leute. Mir fehlt der Spiegel. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Ich liebe diese Schuhe hier, die waren schwer zu bekommen. Ich traue mich auch nicht wirklich, die draußen anzuziehen. Aber dafür waren sie dann doch ein bisschen zu teuer, dass die einfach nur im Schrank da vergammeln. Deswegen, ja, heute habe ich sie das erste Mal an. Und das ist, ich zeige es euch mal, mache ich euch mal hier hin. Dann haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Licht. Das komplette Outfit. So sieht's aus. Ein Kleid mit Rollkragen und also so ein Top ähnlich halt. Und dann der Blazer dazu, um dem Ganzen ein bisschen Farbe zu geben. Und die Schuhe. Also mir gefällt der Look sehr. Ich mach mal die Kamera ein bisschen so. Ich glaube, dann sieht man es eventuell etwas besser. Jo, das ist der komplette Look. Mir gefällt es richtig gut. Ich hoffe, es ist nicht zu kalt. ich hoffe, dass es nicht zu kalt ist. Und jetzt werde ich meinen Kaffee trinken. Ich war auch schon ganz fleißig auf Instagram unterwegs. Muss noch den Vlog vom Garten schneiden. Meine Bestellung ist angekommen. Für mein Gartenzubehör. Zeige ich euch auch. Ich habe nämlich fürs Hochbeet, was ich sauber gemacht habe gestern, ist komplett, ich habe zwei Hochbeete sauber gemacht. Ich habe Kies mit dem Dominik geschleppt und verteilt und alles. Und das Gewächshaus habe ich auch komplett alleine sauber gemacht. Und der Dominik hat sich halt um die Gruppen, die anderen Sachen gekümmert. Wir sind aber noch lange nicht fertig. Das beginnt jetzt, weil wir wollen ja Carlos und Lamias Geburtstag mit der Familie zusammen feiern am Sonntag. Wir feiern dann Lamias Geburtstag so ein bisschen vor. Und weil das halt total doof gelegen ist. Und dann haben wir ja noch Kindergeburtstag und das wird sonst alles zu viel. Für die Lamia ist das alles fein. Und am Geburtstag selbst kommen ja auch Oma und Opa auf jeden Fall trotzdem nochmal vorbei. Und wir feiern dann so einen ganz kleinen Kreis dann. Aber so familienmäßig, dass die ganze Familie kommt, dann nur an dem Sonntag. Und dann ist Freitag Kindergeburtstag von Lamia. Und am Samstag ist Kindergeburtstag von Carlos. Richtig weit los wieder. Und aber ich stress mich diesmal auch gar nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall haben wir jetzt deswegen angefangen, halt auch schon im Garten. Das Wetter hat einfach auch mitgespielt. Und ich hatte fürs Hochbeet, was ich gestern sauber gemacht habe, ich verliere schon wieder meinen roten Faden, habe ich, ich weiß nicht, wie das heißt. Wie heißt das? Holzgedöns. Wie heißt das denn? Ich will jetzt wissen, wie das heißt. Ich wusste das gerade schon im Internet. Ach, bei Dings nicht. Holz als Holzrindenmulch. Wie heißt das denn? Nee. Holzhackschnitzel. So heißt das. Wer soll sich das merken? Holzhackschnitzel. Habe ich bestellt. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr geworden, als ich dachte. Die mich schon lange verfolgen, wissen das jedes Jahr im Frühling. Wenn Gartensaison ist, Liter und Volumen, das kommt, mein Gehirn ist einfach nicht in der Lage, das zu trennen. Es sieht auf jeden Fall sehr viel aus. Könnte ein Problem geben. Aber gut, auf jeden Fall habe ich das bei der Julia, bei das Glückskind auf Instagram gesehen und ich fand das so schön. Ist einfach mal was anderes auch, ist was heller, weil es ja halt Holz ist und Rindenmulch ist ja so dunkel und ich finde Rindenmulch müffelt auch irgendwie so ein bisschen, wenn es feucht ist. Ich mag diesen Geruch von Rindenmulch nicht und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie sieht das immer doof. Also ich bin kein Fan von Rindenmulch und jetzt habe ich Holzhackschnitzel gekauft und werden das dann heute auf dem Hochbeet packen und dann mal gucken, wie das aussieht. Aber ich denke, das wird recht schön aussehen. Ja, und ansonsten werde ich jetzt hier meinen Kaffee trinken. Und dann werde ich meinen Schmuck abholen. Ich habe mir nämlich, ich hatte euch ja schon gesagt, bei Mein Punkt
habe ich meinen eigenen Rabattcode eingelöst, Rosi20, damit spart ihr 20%, und habe mir selber noch was geholt, und zwar einmal, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein Ohrstecker hier. Ich will mir unbedingt noch ein zweites Ohrloch stechen lassen. Und Kreolen. Und diese zwei Sachen habe ich bestellt. Und gestern waren wir den ganzen Tag im Garten, und der Postbote war, glaube ich, ein anderer. Normalerweise legt uns der Postbote das immer dahin oder kommt dann in den Garten und legt das dann auf den Tisch. Aber ich glaube, das war ein anderer Vertretungspostbote und hat es nicht gemacht. Deswegen muss ich heute zur Post fahren und das abholen. Obwohl wir gestern den ganzen Tag zu Hause waren, den ganzen Tag im Garten. Aber egal. Das mache ich jetzt. Und dann hoffe ich, dass das Wetter heute ein bisschen schöner wird. Ich kann gerade gar kein schlechtes Wetter ertragen. Wirklich ganz und gar nicht. Ich habe die letzten zwei Nächte super schlecht geschlafen. Ich hatte Albträume. Der erste Albtraum war, dass der Carlos gestürzt ist auf den Kopf, und der hat das nicht überlebt. Also ich bin weinend aufgestanden, ich konnte nicht mehr schlafen, ganz, ganz schlimm. Gestern Nacht habe ich geträumt, dass ich mich vom Dominik habe scheiden lassen, dass ich ich bin dann aufgestanden und ich habe das richtig klar vor Augen, wie ich hier am Tisch dem gesagt habe, ich reiche die Scheidung aus, ich verlasse dich, und dann bin ich abgehauen. Also ganz crazy, konnte auch nicht schlafen. Ich war dann um 4 Uhr wach bis 6 und da ging gar nichts mehr. Dementsprechend bin ich auch müde, habe mich heute ein bisschen auch geschminkt deswegen. Und ich muss unbedingt eine Pinzette kaufen, weil meine Augenbrauen sehen aus wie, weiß ich auch nicht, wie Kermit da. Der, nicht der Frosch, sondern, wie heißt denn der nochmal? Von der Sesamstraße mit der durchgezogenen Augenbraue? Könnt ihr mal unten in der Infobox in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie der heißt. Krümelmonster? Nee. Fällt mir jetzt nie ein. Schreibt unten in die Kommentare, wie heißt dieses Puscheltier da bei der Sesamstraße mit den durchgezogenen Augenbrauen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt werde ich euch nicht voll quatschen. 7 Minuten quatsche ich schon. Ist viel zu viel. Und wir sehen uns dann gleich, wenn ich meinen Schmuck hole. Da ist es. Ist, glaube ich, ein bisschen viel. Aber naja, wird schon irgendwie funktionieren. Einiges gekommen, habt ihr jetzt gesehen. Aber ist ja nicht so, dass wir nicht genug Garten hätten, um das alles zu verteilen, wenn es dann doch zu viel sein sollte. Ja, und jetzt holen wir mal das Schmucki ab. Mal meine Playliste an. Ich habe nämlich gar keine Lust. Was ist denn hier los? Das Auto ist nächsten Monat, ist das Auto weg. Und zack, wieder zu Hause, direkt ausgepackt. Ja. Das sind die zwei Sachen, die ich mir bestellt habe. Ich habe die übrigens wirklich bestellt, ne? Und auch meinen Rabattcode benutzt und so weiter. Also, ja, sehr schön. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie die Sachen aussehen. So. Oh, für süß. Oh, das ist ja niedlich. Das ist aber schön. Oh. Ich habe auch noch andere davon, aber die tun mir immer weh. Die mag ich nicht so gerne. Ich schätze, hier noch weniger, das ist nicht kaputt gemacht. Süß. Okay. Tut auf jeden Fall nicht weh. Mal gucken, ob es auch gut hält. Da sind sie. Ich stehe ja so auf diese dickeren Kreolen. Ich finde die so schön. Das ist mal was anderes, nicht immer diese dünnen. Das wäre für mich so alltagsorientiert. Muss ich ehrlich sagen. Aber die haben auch so kleinere, die richtig süße. Aber ich musste mich entscheiden, welche ich nehmen sollte. Also nehmen wollte. Und deswegen habe ich erstmal nur die hier genommen, die Kreolen. Und, oh Gott, die sind so schön. Okay, passt. Oh. Voll schön. I'm so happy. Ich bin mit Schmuck immer so ein bisschen pingelig, muss ich sagen. Also der muss mir echt schon richtig, richtig gut gefallen. Und den Schmuck, den ich von... Guck mal, wie schön das aussieht. Ah, I love it. Und boah, der ist richtig schön. Ich verlinke es euch, wie gesagt, nochmal unten. Der ist auch recht günstig, muss ich sagen. Und der tut einfach nicht weh. Ich habe noch andere, die kann ich nicht tragen. Die tun so weh. Aber voll schön. Auch einfach mit einer Jeans und so, ne? Ohne jetzt Blazer und das alles. Also sehr alltagstauglich, und die sind auch nicht schwer. Die sind nicht schwer. Ich verlinke es euch unten, meinen Rabattcode,
gilt bis zum 21.05. 20% auf eure Bestellung. Hab ich jetzt umgezogen. Ballerbuchs und Pulli. Für das Outfit, leider Gottes, ist es echt kalt. Ich habe richtig gefroren. Gestern war es so schönes Wetter. Ich sag's euch, richtig übel. Richtig schön, ne? Jetzt glaube ich 20 Grad. Und heute ist es einfach nur verdammt kalt. Verdammt kalt. So, jetzt werde ich mal gucken, wo die Schubkarre ist. Und dann a dick look. Ah, guck mal, wie es hier aussieht. Habt ihr das schon gestern gesehen? Ich weiß das gar nicht. Sehr schön. Wird noch perfektioniert. Und jetzt suche ich hier irgendwo die Schubkarre, um dieses Zeug, ach da, im Gewächshaus, der Holzschnitzel ins Beet zu bekommen. Durchgeschwitzt. 100 Kilo Holzschnitzel geschleppt, hochgeschleppt, verschleppt. Ich bin K.O., ich brauche einen Burger. Ich habe übrigens schon die ganze Woche Hunger auf so einen, diesen veganen, vegetarischen Chicken Schnitzel, Chicken Burger da, Long Cheese XXL vom Burger King, schmeckt so lecker. Und Chili Cheese Nuggets, da habe ich schon Spock drauf. Das hole ich gleich auch. Ich habe nämlich auch noch nichts gekocht. Aber das sieht schön aus, oder? Also ich finde, das sieht, mir gefällt das richtig gut. Ist mal was anderes. Hat alles auch einen ganz anderen Look. Sieht richtig toll aus. Nicht so dunkel. Sehr, sehr schön. Wundervoll. Sehr schön. Und du, Odin, komm, wir holen deinen Ball jetzt. Der ist einfach ein Ball an der Straße. Odin, hier, komm mit. Fein, feiner Ball. Na komm. Geht doch, geht doch. So, bin jetzt hier bei Burger King, hol mir was zu essen. Der Dominik wollte nichts, die Lamia wollte auch nichts von McDonald's oder Burger King. Jetzt hole ich mir selber was. Carlos isst ja im Mittagessen im Kindergarten und die Lamia hat jetzt Reste von gestern, wollte die unbedingt essen. Kartoffeln mit Würstchen und Spektrum und so Hollandaise und einem Spiegelei. Das macht der Dominik der jetzt. Dem sind nämlich auch zwei Termine ausgefallen, die der eigentlich hätte. Das heißt, er ist jetzt erstmal zu Hause und ich muss jetzt unbedingt diesen Long Chicken vegan Dingsbums da essen. Ich hab da die ganze Woche so Hunger drauf. Das muss jetzt sein. Ich glaube, PMS lässt grüßen, ey. Und nach dieser schweren körperlichen Arbeit, 100 Kilo waren das, brauche ich das jetzt. Ich brauche jetzt Fast Food. Und sogar eine Cola habe ich mir bestellt. Ich hau richtig rein jetzt. Bisschen viel zu viel. Ein so Long Chicken Veggie Chicken Dings Menü und einmal Chili Cheese Nuggets. Cola. Die Pommes esse ich aber im Auto. Die muss man im Auto essen. Zu Hause schmecken die schon wieder ekelhaft.
Da hab ich jetzt ein Stichwort dran. Da mit Karte? Ja. Achso, kann ich einfach dranhalten? Ja. Warum den belegt? Mhm. Einen schönen Tag. Danke, ja. Auch so. Ciao. Hallo zusammen, ich bin mit Lamia, die sitzt da und spielt Roblox jetzt gerade, bei mir hier im Büro bzw. im Laden. Wollte eigentlich viel, viel mehr filmen, bin aber überhaupt nicht dazu gekommen, weil der Tag so eng getaktet war. Ich habe heute Morgen hier gearbeitet, ganz schnell, weil um 10.30 Uhr schon wieder Elternsprechtag war im Kindergarten für Carlos. Da bin ich dann hingefahren. Hab den Elternsprechtag gemacht, bin wieder zurückgefahren, habe hier weitergearbeitet. Dann ist Lamia von der Schule gekommen, dann bin ich nach Hause gefahren. Dann kam Joanna und die hat sich gewünscht, dass ich sie zum Zentro fahre. Das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, ich bin nach Oberhausen gefahren, bin wieder zurückgefahren, habe Carlos vom Kindergarten abgeholt, habe den nach Hause gebracht, habe mir Lamia geschnappt und bin dann hier in den Laden gefahren, weil ich hier einen Termin hatte. Mein Schaufenster ist nämlich fertig und das zeige ich euch jetzt mal. Und da ist es. Sieht das nicht schön aus? Ich finde auf jeden Fall endlich die Wappen da drauf. Oben shop-spielzeugwelt.de, retro-spielzeugwelt.de. So, meine Lieben, schon wieder umgezogen. Ich glaube, das ist das dritte Mal jetzt heute hier. Der Carlos und ich, wir haben jetzt mittlerweile schon recht spät. Da ist ein großer Cut zwischen den... zwischen dem Schnitt. Wir haben jetzt 19.12 Uhr. Und ich muss Pipi. Dann geh mal schnell Pipi machen. Und der Carlos und ich, wir waren in Tünsforst und waren bei Dena. Wir waren bei... Ja, es sind ein ganzes Stückchen gefahren. Mir war totlangweilig. Und dann, der Dominik war mit Lamia unterwegs. Er war im Studio mit ihr, weil der hat eine neue Folie gekriegt auf seinem Fenster. Und dann habe ich gedacht, komm, ich habe ihm zwar geschrieben, der hat mir nicht geantwortet. Und dann bin ich mit dem Carlos nämlich zu Dena gefahren, nach Tünsforst. Dann waren wir in diesem alten dänischen Bettenlager, Jisk. Ich kann überhaupt nicht aussprechen. Dänisches Bettenlager. Und haben nur ein bisschen geguckt, ich habe nichts mitgenommen. Dann bei Dena drin, da haben wir nur so ein bisschen was mitgenommen, jetzt gar nicht so viel. Der Carlos wollte morgen einen Erdbeerboden machen, haben wir Erdbeeren gekauft, 3 Pakete, dann gab es da Verköstigung von Obst und der Carlos fand die Weintrauben so lecker, dass ich direkt Weintrauben mitgenommen habe. Hat sich also direkt gelohnt. Noch ein Paket Erdbeeren und noch ein Paket Erdbeeren, also 3 Pakete. Die werden auch wahrscheinlich schnell weg sein. Und, dann noch, einmal so Boden natürlich. Und Sahne. Der Carlos wollte unbedingt Sahne. Soll ich dir das jetzt in den Mund spritzen oder was? Also erst mit Erdbeeren probieren. Okay, mache ich hier sofort. Dann hat der Carlos sich hier diese Augen gewünscht. Hat er sich dann geholt. Und ich habe mir für 89 Cent diese Smoothies hier geholt. Globus Fresh and Go. Bei My Smoothie mit Kiwi, Ananas und Limette. Dann noch, also zweimal grün, zweimal orange mit Mango, Orange, Passionsfrucht in 89 Cent, ganz ehrlich. Bevor ich mir dieses ganze Obst kaufe, ist billiger, wenn ich dies so fertig kaufe, weil das ist ja unfassbar, wie teuer alles geworden ist. Und hier einmal, hätte ich mal davon 2 genommen, Ananas, Banane und Kokos. Richtig lecker. Ja, und das wirklich nur für 89 Cent. Und dann sind wir noch mal eben schnell zu DM. Ach nee. Und Orangen habe ich noch geholt. Ich habe gerade so eine Sucht, so eine Heißhung auf Orangen. Und ja, habe ich jetzt frische. Sind die schon wieder? Die ist nicht verschimmelt, ich wollte schon sagen, ey. Neue Zahnbürste für den Carlos. Kokoswasser habe ich gekauft. Leider hatten die bei DM kein gekühltes. Ich wollte eigentlich noch fürs. Boah, mir tut so das Auge weh. Ich habe gestern, als ich im Garten was gemacht habe, ist mir, glaube ich, irgendwas, entweder mich hat irgendwas mega kleines gestochen oder außerhalb, also nicht im Auge, aber es tut so weh teilweise, richtig am Wimpernkranz, so unten. Ah, übel, ey. Und Kokoswasser, ich wollte mir nämlich Chia-Pudding machen.
So, das wollte ich sagen. Dann gekühltes hatten die nicht. Wollte ich eigentlich in der Rückfahrt, auf der Rückfahrt trinken, aber war kein gekühltes da. Dann einmal Mundspülung für Lamia und Carlos. Dann Zahnpasta für Lamia und Carlos. Dann eine neue Pinzette für mich. Und die musste ich mitnehmen. Die riecht selten, selten so eine leckere Vanillekerze rochen. Meine Herren, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ewig keine Kerze mehr hatte, gekauft habe. Aber die, ich bin echt, ich habe die gesehen, so ein hübsches Glas, riechst du mal dran, ne? Muss ich kaufen, die ist, das riecht so gut. Oh Gott, richtig genial. Bei DM, 4,95 Euro, zwei Dochte sind da drin. Oh, richtig, richtig, richtig schön. Ja, und das war's dann auch schon von dem... Ja, hier. Okay. Ha? Mhm. Ah. Ich glaube, du drückst nicht fest genug. Kann da was raus? Nee, ne? Nein. Soll ich machen? Nein. Du drückst nicht fest genug. Da kommt nur Luft raus, dann funktioniert das irgendwann nicht. Guten Appetit. Guten Morgen zusammen. Ihr seht nicht mich, aber da läuft eine weiße Taube durch den Garten hinten. Seht ihr die? Ich versuche mal stillzuhalten. Ich kann nicht näher zoomen, dann wird es unscharf. Ob die marschiert da einfach so eine schwarze, eine weiße Taube durch den Garten. Naja, weiße Taube hin oder her, ist auch egal. Heute geht's weiter, es ist Samstag. Rosi hat hier noch die Kartons von gestern. Die hat ja hier das Hochbeet gemacht. Das sieht übrigens sehr, sehr cool aus. Da müssen wir noch ein bisschen verteilen. Aber das sieht sehr, sehr schön aus. Und hier liegen noch die Verpackungsreste. Und jetzt geht's weiter. Ich wollte jetzt noch ein bisschen die Ränder hier mit dem Gerät schneiden und dann geht es hinten mit dem Hühner- und Hasenstall weiter. Da ist die Taube, die fliegt gar nicht weg. Hey Täubchen, was ist los Täubchen? Hast du wehgetan? Flieg! Flieg Tauben, flieg! Da, kann doch fliegen. Odin, nein! Odin, nein! Jetzt ist sie weggeflogen. Okay, gut für die Taube, sie war nicht verletzt. Ich mache jetzt erstmal Hundekacke weg. Na, lecker Eischen? Päuschen machen? Sehr gut. Lamia macht Pause. Und ich habe hier das Häuschen mit dem Kärcher abgespritzt. Das sieht von außen schon echt gut aus. Von innen noch sauber machen. Das ist 9 Jahre alt. Aber noch gut in Schuss. Einmal drüber streichen. Ist noch sehr stabil. Dann können wir das wieder benutzen. Und das muss ich auch noch sauber machen.